So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play, diesem Tiergeschichten. Ich habe eine Weile nicht mehr gespielt und ich merke gerade, ich muss erstmal wieder mit diesem kleinen verkackten Fenster wieder klarkommen, was ich auch akkurat nicht größer machen kann, was mich auch nach über 20 Parts immer noch mehr als nur aufregt. Ich habe gerade eben noch mal in den letzten Part gelunzt und ich weiß, dass wir irgendwas mit der lieben Daniela machen mussten und das war mit ihr essen gehen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr wie. Cheese Bricks einladen möchte, klicke auf das Telefon. Ja, ja, ja. Auf dem Tisch und weder anrufen. Transport weder im Transporttelefonbuch Sim auf ein Gemeinschaftsgrundstück einladen und im Privattelefonbuch Daniela Kreationen. Aha, so heißt die. Also, danach wählst du Stefan anschließend aus dem Mitternachtsmaskenball Gemeinschaftsgrundstück Cheese Bricks. Versuchen wir's. Wo war eigentlich nochmal gleich mein Telefon? Hier war's. Was Transport müssen wir anrufen? Dann tun wir das doch direkt mal. Mensch, Stefan hat kaum noch Energie. Nee, lass mal, ja, wir legen Stefan jetzt erstmal schlafen. Damit er wieder Energie generiert. Was haben wir da gerade im Spiel? Donnerstag. Freitag muss er natürlich arbeiten, von 9 bis 15. Ich würde sagen, nach der Arbeit werden wir dann gleich mal Daniela anrufen. Ja, so werden wir das machen. Was, Stefan hat heute frei? Ach so, wir haben schon Donnerstag. Ach so. Gut, stimmt. War ja auch nach 0 Uhr. Okay, nee, nee, dann können wir das so, doch so machen. Stefan jetzt aufsteht. Spot. Und dann ab zu Cheese Bricks. Ja. Wo ist er denn? Hier ist er. Oh, der Levote Olevin. Tolle Idee, ich komme hier sofort vorbei. Nee, ich komme sofort. Na gut. Wen möchte befördert? Weitere Sims. Oder müsste ich jetzt nur Stefan angeben? Ich glaube, ich müsste jetzt nur Stefan angeben, ne? Da war doch was. Was hat sie denn? Hunger? Kriegst du was zu essen? Muss den Napf mal säubern und dann füllen. Cheese Bricks. Machen das erst so und dann so. So, Diva, da hast du auch wieder dein Essen. Wir ziehen uns um. Mit unseren Nerd-Klamotten irgendwie, wie ich finde. Miep, miep. Lädt Cheese Bricks. Ahu. Tolle Musik, richtig toll. So, wo ist denn die Gute?
Ach, da ist er. Sehr schön. Danke für die Einladung. Ich wollte immer schon mal dieses Restaurant, in dieses Restaurant gehen. Riecht es hier gut. Lass uns einen Tisch suchen. Dann lass uns mal einen Tisch suchen. So. An den Tisch führen lassen. Hallo. Aber ja, jetzt haben wir's. So, Essen fassen heißt die Aufgabe. Was müssen wir machen? Kicker auf den Wähler an Tisch führen lassen. Sobald ihr am Tisch sitzt, kannst du Kellner kriegen und Essen bestellen. Wo ist er denn? Bist du der Kellner? Nee, wer ist denn der Kellner? Ach, er hier. Für alle bestellen. Einen schönen Hummer, los. Man hat es ja mit 91.000 Zimmelons. Da tun 35 auch nicht weh. BZW, es müssten ja 70 sein. Wir haben ja für beide bestellt. War aber schnell fertig, der Hummer. Oh, Mann, bist du schlecht. Was ist denn das für ein Kellner? Ist der noch in Ausbildung oder was? Das ist ein interessantes Gericht und auch fürs Auge ein Schmaus. Wie ist deins? Ich kann das nicht so gut beurteilen wie du, aber es scheint ganz okay zu sein. Ja gut, der Stefan ist ja Koch vom Beruf. Danny, das Essen sieht gut aus. Ich klau mir mal etwas. Was? Hast du nicht was Eigenes? Hab ihn stehen. Stiptitzen möchtest, klick auf Daniela und wähle spielen. Hab ihn stehen, du möchtest. Okay. Mit Essen werfen, Happen stehen. Gut, das habe ich auch noch nie versucht, wenn die gerade am Essen sind. Oh, oh, mein Magen rebelliert. Oh, 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 nicht mehr aufs Klo geschafft. Ich war's nicht. Vielleicht weiß der Kellner, was hier vor sich geht. Ist alles in Ordnung? Nein, meine Freundin hat gerade gekotzt. Meine Freundin ist bei übel. Was um aller Welt geht denn hier vor? Stefan, ich glaube, da stimmt was mit dem Wasser nicht. Es scheint allen Leuten so schlecht zu gehen. Oh, okay. Oh, verdammt. So was habe ich ja noch nie gesehen. Das müssen wir unbedingt festhalten. Lass uns ein paar Fotos machen. Genau, jetzt noch Fotos machen. Ist richtig. Fotos in der Fotokabine machen. Ist ja eine. Tatsache. Das muss man natürlich fotografieren. Er kotzt gleich nochmal. Vor allen Dingen, die kotzen alle nur Wasser. Du hast doch schon gekotzt. Oh, ja, genau, jetzt. Jetzt machen sie Synchronkotzen oder was? Synchronbrechen. Und jetzt schön Fotos in der Fotokabine. Warum die auch jetzt immer machen? Alter, kannst du mal weggehen? Ich möchte hier Fotos machen, blöde Kuh.
Kommt Daniela auch mit rein? Ich hab's falsch gemacht, warte mal. Ja, möchte es Krieger aus hier und wieder reingehen. Sobald Stefan in der Fotokabine ist, klicke auf Daniela und wieder. Ach so, Daniela bitten mitzumachen. Wo sind die. Wo ist meine Konstante? Hallo, Daniela? Hallo, bleibst du mal. Foto machen. Normal? Normal. Jetzt nochmal ein paar dämliche. Puh, das sind die schlimmsten Bilder, die ich je gemacht habe. Hör zu, Stefan, ich wohne direkt hier um die Ecke und gehe jetzt nach Hause. Bevor ich ohnmächtig werde, möchte ich dir das hier geben. Ich hab's für Diva gekauft. Das ist ja lieb. Gut, dann fahren wir mal nach Hause. Soll ich da auch noch zahlen, ey? Nach Hause. Was aufwischen? Ach, hat auch einer da hingekotzt. Miep, miep. Was? Nur 20 Dollar? Oder 20 Simmelons? Hat der Hummer nicht 35 gekostet und das auch nur einer? Also ein Hummer hat doch 35 gekostet. Ich hab doch Hummer bestellt, oder? Ja. Selbst wenn, ich hab doch für beide bestellt. Seltsam. Mir fällt gerade auf, ich muss mich mal in Skype als beschäftigt machen. Nicht, dass hier irgendeiner auf die Idee kommt, mich anzuschreiben. Daniela und ich hatten heute ein schreckliches Erlebnis in Chess Bricks. Das ganze Restaurant ist krank geworden, aber sie hat trotzdem nicht ihre gute Laune verloren. Das muss ich unbedingt Charlotte erzählen. Sie kennt bestimmt den Besitzer und das lenkt sie vielleicht auch von meinem nicht vorhandenen Fortschritten mit dem Essen für den Maskenball ab. Aha. Ich habe mich im letzten Part noch gefragt, wie das muss der das nicht langsam mal machen irgendwie? Also irgendwann muss er es ja irgendwie mal anfangen, das Essen. So, natürlich haben wir da kein Ziel. Und wenn es kein Ziel gibt, ist das scheiße, weil dann weiß ich nicht, was ich hier anstellen soll. Außer die Bedürfnisse hochzuhalten, aber das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Hier ständig nur die Bedürfnisse hochzuhalten. Ihr wollt ja was von der Geschichte sehen. Gediva, du siehst das auch so. Ja, das ist ein bisschen nervig an die Tiergeschichten. Ich finde es gut, dass sie auch mal solche Sachen einbauen. Dass man auch mal ein bisschen Zeit für sich hat, aber ist zu lang. Weißt du? Und ich meine, das kann man ja auch machen. Also jetzt so, ich denke mal, die haben das gemacht wegen, machen uns übrigens mal eine Nudelsuppe. Die haben das gemacht, damit man auch mal Zeit hat, die Bedürfnisse hochzuhalten. Aber das kann man doch auch machen, wenn man noch ein Ziel hat, oder? Also ganz ehrlich. Eigentlich ja, oder? Was kann man sonst noch machen? Ein paar Hausarbeiten, ja. Was ist hier eigentlich der Unterschied zwischen Säubern und Reinigen? Provenable.
Ach so. Das ist der Unterschied. Oh, hier. Das kann aber gut. Das war wie eine Techno-Party. Ah,